Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Salbutamol. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich versuche es wirklich so kurz und knapp wie möglich zu halten. Wenn Sie eine längere und ausführlichere Version Ihres Salbutamols hören möchten, dann empfehle ich Ihnen mein Video Salbutamol intensiv. Den Link habe ich hier unten in die Infobox mit reingelegt und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß. Das Salbutamol wird angewandt, um Ihre Bronchien zu weiten. Das heißt, es findet Anwendung bei Asthma oder auch bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, der COPD und unter anderem auch bei Bronchitis. Das Salbutamol sollten Sie als Erwachsener nicht mehr als viermal täglich anwenden. Pro Mal sind dann 1 bis 2 Sprühstöße möglich. Wenn Sie 2 Sprühstöße inhalieren, versuchen Sie auf jeden Fall so etwa eine halbe bis Minute dazwischen zu lassen. Die genaue Anwendung Ihres Salbutamol-Sprays habe ich noch mal in meinem Video Salbutamol intensiv erklärt. Ansonsten ist nur wichtig, dass Sie zwischen diesen Sprühstößen Minimum 3 Stunden Abstand halten. Der Wirkungseintritt merken Sie wahrscheinlich selber. Der ist sofort nach ein paar Minütchen da und hält in der Regel so etwa 3 bis 6 Stunden an. Das ist unterschiedlich. Die maximale Anzahl an 12 Sprühstößen sollten Sie pro Tag nicht überschreiten. Der Grund dafür liegt darin, dass Ihr Salbutamol-Spray nicht nur in der Lunge wirkt, sondern bei höheren Dosierungen auch auf Ihr Herz gehen kann. Und diese Nebenwirkungen möchte man dabei verhindern. Deshalb sollte man die Anzahl von 12 Sprühstößen pro Tag nicht überschreiten. Wenn Sie jetzt aber das Gefühl haben, dass Sie regelmäßig an diesen 12 Sprühstößen pro Tag dran sind, dann sollten Sie sich auf jeden Fall mit Ihrem Arzt in Verbindung setzen, denn da hat der Arzt die Möglichkeit, sogenannte Basistherapeutika aufzuschreiben, wodurch dieser Bedarf nach dem Salbutamol etwas gesenkt wird, was wiederum wirklich gut für Ihr Herz ist. Wenn Sie das Salbutamol-Spray bei Anstrengungsasthma anwenden, dann empfiehlt es sich, das so etwa 15 Minuten vorher zu nehmen. Dann sind die Bronchien ganz weit gestellt, wenn Sie dann Ihre Tätigkeit vollziehen. Ansonsten möchte ich hier noch erwähnen, wenn Sie plötzlich starke Luftnot haben und mehr als diese 2 erlaubten Sprühstöße inhalieren, weil Sie das Gefühl haben, Ihre Bronchien, die öffnen sich nicht richtig, dann ist es wichtig, dass Sie danach bitte auf jeden Fall sofort Ihren Arzt kontaktieren, weil das nur eine Ausnahmesituation sein sollte und Sie dann mit ihm gucken sollten, dass Sie eine andere Basistherapie eventuell mit ins Boot nehmen. Was kann nun passieren, wenn ich zu viel Salbutamol inhaliere? Da das Salbutamol in höheren Dosierungen dann auch Auswirkungen auf Ihr Herz haben könnte, kann es sein, dass es zu einem erhöhten Puls kommt. Es kann auch zu einem gefühlten Herzstolpern kommen, eventuell wirklich mit Herzrhythmusstörungen und schlimmstenfalls mit Vorhofflimmern. Das sind die Gründe, weshalb Sie immer schauen sollten, dass Sie Ihre Salbutamol-Dosierung nicht zu hoch wählen. Ansonsten sollten Sie, wenn Sie jetzt Herzpatient sind, immer auf diese Anzeichen achten, auch auf eine mögliche Enge in der Brust und wenn Sie da merken, dass Sie irgendwelche Symptome entwickeln, dann geben Sie Ihrem Arzt bitte darüber Rückmeldung, damit der Arzt mit Ihnen gemeinsam nochmal entscheiden kann, ob diese Therapie in dem Fall für Sie die bestmöglichste ist. Hier möchte ich auch kurz noch mal erwähnen, dass das Salbutamol-Spray mit Beta-Blockern wechselwirken kann. Der Grund dafür ist, dass das Salbutamol-Spray im Prinzip gegensätzlich zu Ihrem Beta-Blocker wirkt. Und zwar der Beta-Blocker, der versucht ja im Herzen bestimmte Rezeptoren zu blockieren und Ihr Salbutamol versucht die, wenn Sie es in höheren Dosen anwenden müssen, dann wieder zu aktivieren. Da ist dann immer wirklich ein Abwägen, was ist für Sie wichtiger. Wenn das Asthma stärker ist, dann guckt man, dass man den Beta-Blocker vielleicht nicht so hoch dosiert. Wenn Sie aber jetzt den Beta-Blocker unbedingt brauchen und nur leichte Asthma-Symptome haben, dann versucht man da auch abzuwägen.
abzuwägen. Ich blende Ihnen mal ganz kurz hier ein paar Beta-Blocker ein, die Sie als Asthma-Patient, wenn möglich, nicht nehmen sollten, weil diese Beta-Blocker nicht kardioselektiv sind. Das bedeutet, die können auch auf Ihre Lunge gehen und legen Ihren eigenen Wirkfokus nicht so stark aufs Herz. Wenn Sie als Asthma-Patient die einnehmen, halten Sie bitte Rücksprache mit dem Arzt. Was noch wichtig wäre, wenn Sie Diabetiker sind, dann kann die Salbutamol-Einnahme zu Hyperglykämien führen. Das bedeutet zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Achten Sie immer drauf, wenn Sie das Salbutamol recht regelmäßig einnehmen, ist Ihr Blutzuckerspiegel im Prinzip daran angeglichen. Wenn Sie nun aber Tage haben, an denen Sie das Salbutamol-Spray plötzlich stärker nehmen müssen, dann kann es dazu kommen, dass Ihr Blutzuckerspiegel ansteigt. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein eigenes Blutzuckergerät zu Hause zu haben, um den Blutzuckerspiegel in dem Fall dann selber zu überprüfen. Besonders am Anfang der Therapie kann es zu Unruhe kommen, es kann auch zu Zittern kommen, auch zu Kopfschmerzen und auf jeden Fall auch zu einem erhöhten Puls. Das betrifft am Anfang recht viele Personen. Der Durchschnitt liegt da so bei etwa 1 bis 10%. Das bedeutet etwa jeder 10. bis 100. Nach etwa 1 bis 2 Wochen können diese Symptome dann auch abklingen. Achten Sie da einfach drauf. Für den Anfang der Therapie ist das typisch. Deshalb sollten Sie auch mit dem Autofahren aufpassen, wenn Sie mit dem Salbutamol beginnen. Schauen Sie, wie reagieren Sie darauf, wie reagiert Ihr Körper, und wenn Sie da sich sehr sicher fühlen und auch keine Nebenwirkungen feststellen, dann ist dem Autofahren nichts entgegenzusetzen, auch nicht dem Bedienen von Maschinen. Aber gerade wenn Sie mit dem Wirkstoff anfangen oder die Dosis erhöhen, können diese Nebenwirkungen zum Tragen kommen. Auch Muskelkrämpfe können gerade am Anfang der Therapie auftreten. Patienten, die vielleicht schon Probleme mit ihrem Kaliumspiegel haben, sollten daran denken, dass das Salbutamol eventuell den Kaliumspiegel ein wenig erniedrigen könnte. Was auch noch interessant ist, ist, wenn Sie Glaukompatient sind und bestimmte Augentropfen einnehmen, wie zum Beispiel das Timolol, auch hier blende ich Ihnen die Wirkstoffe einmal kurz ein, führen diese Augentropfen auch zu einer systemischen Wirkung, die eventuell auf Ihr Asthma negative Auswirkungen haben könnte. Sprechen Sie das immer auf jeden Fall bei Ihren Ärzten an, dass die voneinander wissen, weil man häufig ja die Tropfen, die man beim Augenarzt bekommt, nicht irgendwie in Zusammenhang vielleicht bringt mit einem Salbutamol-Spray, was man nun vom Lungenfacharzt verordnet bekommen hat. Aber da kann es zu Wechselwirkungen kommen, weil diese Augentropfen auch zur Wirkgruppe der Beta-Blocker gehören und ihr Asthma dann auch verschlechtern könnten. So, mein Video ist jetzt leider doch ein bisschen länger wieder geworden, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein wenig mitgeben. Was ich sonst empfehlen würde, wäre, sich so ein Peak-Flow-Meter anzuschaffen. Das ist so ein kleines Messgerät, das ist auch nicht teuer. Mit dem können Sie immer selber überprüfen, dass Ihr Lungenzustand sich nicht verschlechtert hat. Das finde ich immer sehr hilfreich, dass man auch selber so ein bisschen die Kontrolle darüber hat. Und ansonsten freue ich mich immer sehr, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Gerne können Sie mir dafür einen Daumen nach oben geben oder aber auch, wenn Sie möchten, meinen Kanal abonnieren, weil ich in Zukunft vorhabe, noch mehr dieser Videos hier online zu setzen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass Sie gesund bleiben und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.